Wie schätzt du dich selbst ein? Ordentlich, faul, chaotisch, Welcher YouTuber passt zu dir? Zu 40% sind sie Hate You Beauty Guru. Du liebst es, dich zu schminken, bist nett und hast einen tollen Charakter. Zu dir passt am besten Nagi oder Bibi. Ihr seid mega gleich. Fang doch auch mal an, dich vor die Kamera zu setzen und Beauty-Videos zu machen. Du wirst sehen, es macht Spaß. Wie wird deine Freundin dich beschreiben? Hi Freund, ich habe mal so eine Frage und zwar möchte ich gerne mal wissen, wie du mich beschreiben würdest. Was interessiert uns das? Das ist uns. Hey Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Und wir sind wieder bei testedich.de und hier gibt es einen Test, der heißt, welcher YouTuber passt zu dir? Und diesen Test machen wir einfach mal. Wir haben hier sogar noch eine begrenzte Zeit, die wir machen, wo wir Zeit haben. Also welcher Typ bist du? Ruhig, aufgedreht, chillig. Ich bin so meistens eher chillig, also wählen wir chillig aus. Und dann gehen wir gleich zur nächsten Frage. Welchen YouTube-Stil magst du? Let's Plays, Beauty, Fashion, Lifestyle, Comedy und Vlogs. Comedy und Vlogs ist eigentlich so das Beste. Let's Plays kann ich nicht so wirklich sagen. Das ist nicht so das, was nicht so das Richtige ist. Und was ich jetzt mal zwischendurch sagen muss, ich habe es jetzt in letzter Zeit geschafft, krank zu werden. Also nicht wundern, wenn das ein bisschen komisch klingt. Aber es ist halt was so und ich wollte halt trotzdem ein Video für euch raushauen. Also, welches Handy hast du? Ich habe das eben schon angekreuzt, eben so, weil das easy ist. Auf jeden Fall habe ich ein Samsung-Handy, ein sehr nice auf jeden Fall. Ist jetzt nicht das Beste, aber also wie bist du auf YouTube gekommen? Hä? Einfach draufgeklickt, Digga. Auf Empfehlung eines Freundes, nein, einfach mal so entdeckt, weiß ich nicht, einfach mal so entdeckt, das beschreibt es am meisten. Wie lange am Tag verbringst du die Zeit im Internet? Oha, das ist so 4-5 Stunden auf jeden Fall, du. Machst du selbst YouTube-Videos? Nein, kein bisschen, überhaupt nicht. Okay. Nein, habe es aber vor, ja, tu ich. Hast du schon mal gehatet? Also zuerst habe ich da hast du schon mal geheiratet gelesen. Nee. Nein, habe ich auch nicht vor. Genau, haben wir eh nie vor. Deine Meinung zu Geldverdienen auf YouTube? Alles Geldgeier. Alle weg hier, alles Geldgeier. Ist mir egal. Egal. Okay. Der Test ist gut, der gefällt mir schon mal. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber eigentlich ist mir das egal. Also irgendwie einfach mal, ist mir egal. Bist du ein Fangirl-Fanboy von irgendeinem Promi, kein YouTuber? Nein. Nein, ist die beste Antwort. Wie schätzt du dich selbst ein? Ordentlich, faul, chaotisch, Ich würde jetzt mal ordentlich ankreuzen, aber was anderes fällt mir dazu auch nicht ein. Und wir sind schon beim letzten Frage angekommen. Es geht auf jeden Fall mal mega schnell. Welcher YouTuber passt zu dir? Zu 40% sind sie Hate You Beauty Guru. Du liebst es, dich zu schminken, bist nett und hast einen tollen Charakter. Zu dir passt am besten Nagi oder Bibi. Ihr seid mega gleich. Fang doch auch mal an, dich vor die Kamera zu setzen und Beauty-Videos zu machen. Du wirst sehen, es macht Spaß. Sie hätten noch Folgendes werden können. Zu 40% sind sie L-Klasse-Clown. Du bist witzig und humorvoll. Du liebst es, andere zum Lachen zu bringen. Und deine Meinung von den Hatern ist dir egal. Zu dir passt am besten die Lochis, Brink oder Braid TV. Ihr seid wie Geschwister. Glückwunsch. Ja, okay. Also ich würde den ersten Test auf jeden Fall mal echt nicht auswählen, weil der erste Test, nee, das passt irgendwie nicht so richtig. Also, ich meine, die erste Antwort jedenfalls. Und ich finde, das zweite passt ein bisschen mehr. Ich möchte halt ein paar Leute zum Lachen bringen, ne? Und die Meinung von Hatern ist mir scheißegal. Die können schreiben, was die wollen. Also ich fand die mega nice und ich würde sagen, wir machen einfach noch einen zweiten Test, denn es gibt ja genug Tests hier. Ja, Freunde, da sind wir im zweiten Test drin und das ist auf jeden Fall mal was ganz anderes, glaube ich, hoffe ich jedenfalls. Und die erste Frage ist, was tust du, wenn dir langweilig ist? Ich pranke meine Familie, ich probiere neue Nagi-Designs aus, ich schreibe neue Songs. Zock geht eigentlich, also am ersten passt auf jeden Fall zocken. Ich würde eigentlich was anderes ankreuzen, aber am ersten passt halt von diesen Antworten auf jeden Fall zocken. Also nehmen wir zocken und dann kommt hier nichts Frage. Wie wird deine Freunde dich beschreiben? Hi Freund, ich habe mal so eine Frage und zwar möchte ich gerne mal wissen, wie du mich beschreiben würdest. Was interessiert uns das? Das ist uns.
Er sagte, finde mich sympathisch, hilfsbereit, nett und ich unterstütze immer alle Leute und so. Okay. Kreativ, lustig, überdreht, cool, total lässig, hübsch, manchmal etwas bestimmerisch, nein, lustig, cool, total lässig, das passt am besten auf jeden Fall. Welches Video würdest du jetzt spontan anschauen? Vlog, Minecraft Let's Play, 10 Beauty Hacks, Musikvideo, also Vlog würde ich mir schon sehr gerne angucken, weil Vlogs sind einfach perfekt. Wie ist sein Style? Chillig, gemütlich, in, hipster, schick, elegant, glamourös, funny, bunt, chillig. Was anderes habe ich nicht, so. Weiter geht's. Wie viele Paar Schuhe hast du? 5 bis 10 Paar, so um die 2, 3, mindestens 25 Paar, Apoet, ungefähr 15 Paar, so um die 2, 3, mehr braucht man auch nicht. Wie lange brauchst du morgens im Bad? 7 bis 5 Minuten, 1 bis 2 Stunden, oh mein Gott, 10, 15 Minuten, Zähne putzen, fertig, 7 bis 5 Minuten, ich brauche nicht lange. Welche Musik hörst du? Blank Space, Hot and Cold, Fables Wissen, ich rolle mit meinen Besten, aha, Blue, This Hoe Is We Roll, am liebsten selbstgemachte. Ich glaube, meistens ist da nicht dabei, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. So. Was ist dein Lieblingsteil aus deinem Kleiderschrank? Mein Smiley-T-Shirt und die Smiley-Socken. Mein pinkes Abendkleid. Alles klar, ich trage auch ein pinkes Abendkleid. Genau, Digga. Das mache ich jeden Tag. Meine Jogginghose. Ich nehme einfach mal das Smiley-Shirt und die Smiley-Socken. Was wirst du heute noch so tun? Musik hören, zocken, was sonst? Mein Witzebuch schnappen, Witze lesen, dabei witzige Challenges schauen, meine Haare glätten oder nach Party, zocken, was sonst? Wie hat dir das Quiz gefallen? Very nice. Gut. Aber jetzt habe ich noch 20 Minuten Zeit für meine Haare. Hilfe! Oh mein Gott, das ist ja schlimm, wenn du jetzt hier nur noch 20 Minuten hast. Oh nein, das ist ja richtig übel. Jo, super, gigantisch, jo, der war ganz gut. Zu 60%. Zu dir passen Gronkh oder Jared Let's Play. Du stehst auf Minecraft, World of Warcraft und andere Zockerspiele. Da sind Let's Play genau das Richtige für dich. Auf jeden Fall, Freunde, war es das im Video. Wenn ihr mehr davon wollt, lasst eine gute Bewertung da. Würde mich mega freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin, bleibt cool. Habt noch einen schönen Tag und tschüss. Have a great time.